Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das schon in der letzten Folge gewesen ist, aber der Imbisswagen ist weg. Wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge mit ihm gesprochen. Ich glaube, er ist da auch losgefahren. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, weil ich ein paar Tage gar nicht mehr spielen durfte. Doch, genau. Und dann hat Nina gesagt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit unserem Strahl. Jetzt erinnere ich mich auch. Warum ist die nicht mehr Eine an? Wasserwaage mit einem integrierten und leider nicht mehr funktionierenden Laserpointer. Warum er nicht mehr funktioniert? Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Batterie alle oder sowas vielleicht? Die passen aber nicht rein, oder? Gute Idee. Vielleicht sind einfach nur die Batterien leer. Sowas ist mir bei einer Kamera schon mal passiert. Nee, oder? Die passen da echt rein? Okay. So, jetzt müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Okay, dann. Er führt uns zu dieser Informationstafel. Ja, ist doch super. Das nächste Hindernis, was wir Eine haben. Darstellung der Stadt Gatineau, wie sie vermutlich im... Man Ja. konnte mal auf einen Knopf drücken und bekam dann Informationen über Gatineau. Aber das war früher, bevor die Batterien geklaut wurden. Ach, wer das wohl gewesen sein mag? Ach, ich kann mir den Laserstrahl auch angucken. Kaum ist das eine Hindernis aus dem Weg geräumt, schon erscheint das nächste Problem. Auch hier wird pure Gewalt wohl nicht weiterhelfen. Nee, das denke ich auch mal. Was haben wir denn hier? Pappbecher mit Alufolie? Funktioniert auch nicht. Hab ich doch Ich richtig habe mir gesehen? so viel Mühe gegeben, dem schnöden Pappbecher etwas Glanz zu verleihen, und darum will ich mein Meisterwerk nicht gleich wieder zerstören. Aber grundsätzlich. Was soll ich machen? Auf Maulwurfsjagd gehen? Keine Zeit, ich muss die Welt retten. Aber grundsätzlich würde sie das machen? Hatten wir nicht noch einen zweiten Becher? Wir hatten anscheinend doch nur einen. Ich habe das irgendwie anders. Stoffsäckchen? Ja, damit geht's wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Ich habe zwar noch keine Ahnung, wofür das jetzt gut ist. Ich habe mir ein wenig Erde ausgeliehen und damit das Stoffsäckchen gefüllt. Ich hoffe, der Herr Maulwurf wird mir verzeihen. Gefüllte Stoffsäckchen. Bringt mir das jetzt irgendwas? Das Säckchen ist mit Erde gefüllt. Ja, ist nur die Frage, was bringt uns das jetzt? Laserstrahl. Können wir irgendwas mit dem Laserstrahl machen? Ein Spiegel. Aber dann würde der Laserstrahl nach unten gehen, obwohl andererseits, wenn wir eventuell den Papp. Aber wie kriegen wir dann den Spiegel da dran? Das sind die Lebensweisheiten, Alufolie. Oder die Alufolie. Der Laserstrahl zeigt doch schon in die richtige Richtung. Warum sollte ich ihn ablenken wollen? Der Laserstrahl. Ja, ich muss ihn ablenken, weil das Ding halt dann nicht durchgeht. Oh Gott, Nina, bist du doof. Was ist denn, wenn wir erstmal die Alufolie oder den Pappbecher? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir so viel Mühe. Ja, okay. Dann vielleicht die Alufolie. Geht. Ich komme da gar nicht ran hier. Geht auch nicht. Muss doch irgendwas mit der Alufolie machen können. Der Laserstrahl zeigt doch schon in die Richtung. Ja, ist ja okay, aber wie kriege ich das jetzt hin? Kann ich das Dach abmontieren vielleicht? Und nicht? Das wird ja quasi genau hier durchgehen, oder? Stromkabel hilft uns da gerade auch nicht weiter. Oder können wir hier. So, jetzt habe ich das Ding noch drin. Können wir ja trotzdem was sehen, ne? Nee, ne? Der wird ja. Nee, nee, der wird ja hier blockiert.
Ich hätte das Ding ja einfach abgemacht, aber es scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Kann man auch nirgendwo anders benutzen. Oh Mann. Den Haken kann man auch nicht. Oder kommt dann ein ganz anderer Gedanke, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das wäre jetzt das Einzige, sonst haben wir nur noch dieses Säckchen, ne? Das wäre jetzt das Einzige, was mir. Oh, das geht. Ich könnte das Stromkabel an den Haken hängen. Aber wozu? Ja, ich habe da eine Idee, Nina. Oh, das hat sie jetzt ohne Widerworte gemacht. Ich habe einen Plan. Mal schauen, ob er funktioniert. Ja, aber das Wieder hilft einstecken? nicht. Nö, die Konstruktion hat was. Ich lasse ihn da hängen. Ah, Moment, vielleicht mit dem Säckchen? Ja, Da hängt er nun. okay, aber da müssen wir trotzdem was auf dem Maulwurfshügel drauf machen. Können wir da jetzt eventuell? Sag mir bitte, du machst das, Nina. Der Ja, Laserstrahl zeigt in perfekt. die Ruinen, da nichts wie hin. Perfekt. Der Laserstrahl zeigt auf Aber den ja klar. Gesteinshaufen dort vorne. Was ist denn nun los? Sind die Batterien schon wieder hinüber? Egal, ich weiß ja jetzt, wo ich suchen muss. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Dinger jetzt da weg? Die Steine sind zum Teil so groß, da müsste ich schon schweres Gerät auffahren, um die wegzukriegen. Gut, wir hätten einen Bagger, ne? Aber ob wir den kriegen können, ist natürlich die andere Sache. Ich Das nehme mal Schild das ist Schild. festgeschraubt. Ich nehme das Schild nicht mit. Mal gucken. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Ach, Moment. Oder würde er das eventuell. Moment, Moment. Wenn ich hier parken mache, würde er das vielleicht dann wegräumen? Das wäre natürlich ganz cool. Kann ich noch mal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar, wir müssen ja alle zusehen, wo wir bleiben. Und als Landvermesser verdient man nicht gerade königlich. Wonach genau suchen Sie denn? Alles, was wertvoll sein könnte. Tafelsilber, Tonkrüge, Münzen, einfach alles. Aber unter dem ganzen Schutt kommt man da doch meist gar nicht ran, oder? Keine Sorge, ich habe schon schweres Gerät im Auto. Damit kann ich ganze Häuser einreißen. Da macht so ein bisschen Schutt keinerlei Probleme. Oh, okay. Okay, also meine Vermutung scheint Ich überlasse richtig Sie zu dann wieder sein, Ihrer Arbeit. okay. dass er das wegbaggern würde, allerdings nicht wegen dem Parkzeichen. Das Problem ist, wir haben jetzt natürlich nichts. Oder sollen wir den Pappbecher da reinschmeißen? Ich bin mir nicht sicher. Sieht zumindest nach Silber aus, ne? Nun liegt er dort, begraben unter Steinen. Schnief. Okay. Ich hätte jetzt fast gedacht, wir müssen noch was Kann ich noch anderes mal suchen. stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Ja, aber reicht das? Sie suchen doch bestimmt auch sowas wie silberne Pokale, oder? Ja, natürlich. Haben Sie was gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten in dem Geröllhaufen. Wo? Wo genau? Führen Sie mich hin.
Na, findet er ihn? Ja, tatsächlich. Da unten glitzert etwas. Ich werde schnell meine Ausrüstung aus dem Auto holen, um den ganzen Schutt wegzuräumen. Bin gleich wieder da. So, das hätten wir geschafft. Ich kenne mich mit diesem historischen Kram leider nicht aus. Aber ich werde den Pokal mal bei meinem Fachmann vorbeibringen. Und was ist mit mir? Was soll mit Ihnen sein? Bekomme ich keine Belohnung? Doch, klar. Sobald ich es verkauft habe, bekommen Sie, sagen wir, 20%. 50. 30. 40. 35. Okay. Gut, dann warten Sie hier. Ich bin bald wieder da. Früher hatten die Grabräuber wenigstens noch ein bisschen Sachverstand. Andererseits, es gibt so viele Leute, die von ihrem Job keine Ahnung haben. Warum sollten Grabräuber da eine Ausnahme bilden? Zumindest habe ich jetzt freien Zugang auf die Wand, auf die der Laserstrahl gezeigt hat. Aber warum verhandelt sie mit ihm, wenn sie weiß, dass das Ding wertlos ist? Ich verstehe es nicht. Moment, also wir haben nur das Loch, was wir hier benutzen können. Ich werde mal dran ziehen. Oder drücken. Oder vielleicht drehen. Ja. Der Laserstrahl hat genau auf diesen Raum gezeigt. Dementsprechend besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass sich der von Schwester Elise versteckte Schlüssel hier irgendwo befindet. Dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Ein Weinkeller, ein Riesenweinfass. Wie alt das Fass wohl sein mag? Und was noch interessanter sein dürfte, was genau hat es mit dieser Holzplatte auf sich, die fest mit dem Fass verbunden ist? Das hier unten oder? Nee, da oben, die meint sie. Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe mit Buchstaben. Und ganz links noch eine einzelne Vertiefung. Vielleicht ein Mechanismus, um an das von Elise beschriebene Versteck zu kommen. Aber warum sind die Knöpfe eingerastet und lassen sich nicht drücken? Fehlt mir da noch irgendwas, um die da wieder rauszukriegen? Eine kleine Vertiefung im Holz. Passiert nichts. Steht überall nur Buchstabe und nicht irgendwie eingedrückter Buchstabe, weil so richtig sehen kann man es nicht. Die sind ja alle eingedrückt, oder? Der Knopf scheint eingerastet zu sein. Okay, da sind die dann wahrscheinlich alle, nehme ich mal an. Ja. Was haben wir denn hier noch? Also im Weinfass könnte der Schlüssel sein. Steinscheiben. Drei Steinscheiben und ein paar Knöpfe. Offensichtlich ein Mechanismus. Die Frage ist nur, warum haben die Steinscheiben unterschiedliche Farben? Oder muss ich die Löcher irgendwie in eine bestimmte Position bringen? Vielleicht übereinander? Oder spielen die Zahlen eine Rolle? Und wenn ja, welche? Frag doch nicht so viel! Okay, hier unten kann man aber nichts sehen. Das scheint so eine Art Druckknopf zu sein. Ah, okay. Also, entweder könnte es an den Zahlen liegen. Da ist die 1, 1, das ist alles die 1. Oh. Moment, da dreht sich alles. Und da drehen sich die linken beiden. Moment, wird das zurückgesetzt, wenn ich rausgehe? Ich hoffe doch. Nee, du sollst dir die angucken, Nina. Drei Steinscheiben und ein paar Knöpfe. Offensichtlich ein Mechanismus. Die Frage ist, oder muss ich die Löcher... Ich weiß. Moment. So, dann haben wir den in der Mitte. Der sorgt dafür, dass... alle sich drehen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Moment, hier ist 5, 6. Der ist einmal. Aber hat beide gedreht. Dreht die auch noch? Oh, okay.
Geschafft. Ah. Dadurch, dass die Löcher jetzt alle übereinander stehen, kann man die dahinterliegende Nische sehen. Ein goldener Siegelring. Okay. Wollen wir den denn? Ein goldener Siegelring. Ja, ist okay. Nee, ich wollte hier raus. Ist okay, ist okay. Hier habe ich jetzt aber sonst nichts. Muss ich den wahrscheinlich mit der Platte benutzen, oder? Nee. Oder ich muss das, wenn ich da reingucke... Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe mit Buchstaben. Und ganz... Aber warum... Ja. Passt der hier? Der Ring passt perfekt. Ah. Und die Knöpfe haben sich jetzt aus ihrer Verankerung gelöst. Bleibt nur die Frage, was ich jetzt mit den ganzen Knöpfen anfangen soll. Ich glaube, Sie verkennen den Ernst der Lage. Wir sind nicht zum Saufen hier. Während Sie sich mit alten Weinen vergnügen, habe ich in der Zwischenzeit die Plakette entziffert. Und? Irgendwelche Hinweise? Ja, aber ob die uns wirklich weiterhelfen? Ich höre. Eigentlich steht da nur, dass es sich bei der Statue um den heiligen Ostrebert von Rouen handelt. Der Erzbischof, dem zu Ehren die Stadt Gatineau gegründet wurde? Genau, woher wussten Sie? Allgemeinbildung, sowas weiß man doch. Ich bin beeindruckt. Danke. Mehr stand da nicht? Nein, hilft uns vermutlich auch nicht weiter, oder? Wer weiß, ich behalte es mal im Hinterkopf. Doch, ich denke... Auf der Plakette stand wirklich nichts weiter außer dem Namen? Nein, nur dass die Statue den heiligen Ostrebert von Rouen darstellt. Ostrebert? Ostrebert. Nicht sehr ergiebig, oder? Wer weiß, vielleicht nützt uns diese Information doch noch auf die eine oder andere Weise. Aber fragen Sie mich bitte nicht, auf welche. Ja, eigentlich hat das ja gerade verraten. Ich werde es weiter versuchen. Okay, Austrebert. Aber, haha, aber in welcher Reihenfolge? Aha. Theoretischerweise, ich denke mal, die müssen alle nebeneinander sein, oder? Bert. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Ah. Austreh. Ich könnte natürlich auch hier anfangen. Aus. Austreh. Ich denke, man darf nicht zurückgehen, oder? Austreh. Oh, ist das scheiße. Einer von vielen Knöpfen mit Buchstaben drauf. Ja, das Problem ist, dass man nirgendwo auch nur ansatzweise einen Hinweis drauf findet. Zum Beispiel die einen sind, der hier, der ist ja jetzt sehr hell. Und ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich könnte jetzt aus... Also das hier ist ein Sackgasse, denke ich mal, oder? Ich könnte natürlich auch rechts anfangen. Das ist halt das Problem. Oder hier hin? Geht das auch? Aus. Vielleicht dürfen die nicht aneinander sein? Ich weiß es nicht. Aus, dreh. Die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir dann... Die werden dann nicht direkt, aber die werden dann wieder aneinander, ne? Ah.
sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Da hätten sie natürlich jetzt schon eine kleine Anleitung geben können. In welcher Reihenfolge... Moment. Haben wir nicht irgendwas mit Planeten gehabt? Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Ja, aber bringt uns das was? Kann man da mehrfach drauf drücken? Moment, ich mache mir da mal eben ein Bild von. Das merkt sich doch keine Sau hier. So. Also, ich nehme mal an, ich hatte zwar jetzt noch die Planeten im Kopf, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich nehme mal an, dass das irgendwas damit zu tun hat. Das heißt, wenn das ein A ist, aus, dann dürfte ich hier eigentlich nicht hin. Aber ich versuche es trotzdem mal. aus. Ja, das ist aber auch unlogisch. Hä? Oder müssen wir, wenn wir jetzt hier anfangen? Dann müsste ich quasi da. Moment, ich gehe nochmal eben raus. Ich glaube, wir müssen rechts anfangen, oder? So, das ist... Ach nee, das ist verbunden mit dem hier. Aus. Das ist aber wiederum nicht verbunden mit den anderen. Moment. auf dem Bild ist das T unten. Ja, doch, es ist, wenn man hier rumgeht, ist es schon verbunden aus. Nein, nicht ausgehen, Handy. Da haben wir zwei R's. Die Frage ist nur, das ist wie ein Dreieck gemacht. Aus. Nein! Oh, willst du mich verarschen? Dreh. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Oh, mit dem Bild kann ich ja mal so gar nichts anfangen. Ich meine, da sind Flecken drauf. Okay, da wäre ein Fleck auf dem A. Da wäre ein Fleck auf den, beziehungsweise neben dem S in der Mitte, neben dem R. Boah, aber mehr Flecken haben wir auch nicht. Und ansonsten sind da oben, also da ist ein Fleck drauf. Hier ist so daneben Fleck, zwei Flecken. Und neben dem R ist ein Fleck, aber ob das jetzt irgendwas bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Das ist aber auch blöd. Moment, hatte der das jetzt zurückgesetzt? Ich gehe nochmal kurz raus. Also ich würde sagen, ich probiere das tatsächlich noch ein paar Mal und ich hoffe, dass das dann irgendwann nochmal funktioniert. Und zeige euch dann das Ergebnis, wenn es denn funktioniert, weil irgendwie... Man müsste, also ich bin der Meinung, man müsste hier anfangen. Oh, ist das dein Ernst?
ein Brief und ein paar löchrige Lederfetzen? Das ist alles? Schauen wir uns den Brief doch erstmal an, bevor wir maßlos enttäuscht sind. Es muss bestimmt etwas Wichtiges drinstehen. Adressiert ist er an den Kardinal Coubertin in Paris. Geschrieben offensichtlich von einem gewissen Bernard. Nun lesen Sie schon endlich vor. An seine hochwürdigste Eminenz, Kardinal Coubertin. Ich bin sehr erleichtert zu lesen, dass mein verschlüsseltes Schreiben euch in Paris erreicht hat. Ihr werdet meine Vorsicht verstehen, wenn ihr das Schreiben in seiner Gänze dekodiert habt. Denn dieser Bericht in den falschen Händen könnte leicht jene im Glauben erschüttern, deren Herz auch nur dem geringsten Zweifel Heimstatt bietet. Und wie schnell dies unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern und in ein nie gekanntes Tohuwabohu führen könnte, wird euch schon nach wenigen Zeilen bewusst werden. Für dieses Schreiben und die beiliegenden Lochmasken werde ich daher aus Gründen der Sicherheit nicht unseren vertrauten Boten zu euch schicken, sondern meine geliebte Schwester Elise. Ich möchte euch aufs Dringlichste ersuchen, diesen Brief und die Lochmasken in eurem geheimen Archiv auf eurem Anwesen sicher zu verwahren. Ihr wisst, Zandonas Einfluss ist gewaltig und wir werden jeden nur erdenklichen Beweis für seine Frevel benötigen, um ihn vor das Inquisitionsgericht zu bringen. Ihr haltet nun mit diesen Lochmasken den Schlüssel in euren Händen, der euch dazu befähigen wird, die durch eine schicksalhafte Fügung in meinen Besitz gelangten Pläne von Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte zu dekodieren. Wenn ihr die Lochmasken auf die Pergamente legt, die der Bote euch vor 10 Tagen überbracht hat, werdet ihr des ganzen Ausmaßes der Katastrophe gewahr werden. In seinem blinden Handeln ohne Maß hat er Gatineau dem Tode geweiht, einen Untergang der Stadt in den ewigen Flammen der Verdammnis prophezeit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eine ganze Stadt, er will eine ganze Stadt auslöschen, sieht sich als Richter und Henker unseres allmächtigen Herrn. Und das ist nur der Anfang. Mein vorangegangenes Schreiben wird euch die uns bevorstehenden Schrecken offenbaren. All jene schrecklichen Pläne Zandonas und seiner Gemeinschaft Puritas Cordis, die er im Namen Gottes um sich geschart hat, sein frevelnd Wort als jenes unseres allmächtigen Herrn in die Welt hinauszutragen. Ich hoffe, mein Wissen wird euch veranlassen, die geeigneten Maßnahmen in die Wege zu leiten, um das Schlimmste noch abwenden zu können. Ich schreibe euch diese Zeilen in höchster Sorge um mein eigenes Leben, aber auch in der Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Möge der Herr meiner geliebten Schwester die Kraft geben, diese Zeilen rechtzeitig und unbeschadet zu überbringen. Gott schütze uns und stehe uns in diesen schweren Stunden bei. Euer ergebener Diener Bernard. Okay, jetzt mal kurze Pause, damit ich das richtig verstehe. Zandona und Puritas Cordis haben Gatineau abgefackelt? Ja, sieht so aus. Und warum? Ich meine, wo steckt der tiefere Sinn dahinter? Vermutlich wollte er ein Exempel statuieren. Ein Exempel an all jenen, die seinen Worten nicht ausreichend Beachtung schenken. Also hat er sich irgendwelche Prophezeiungen aus den Fingern gesogen und diese dann in die Tat umgesetzt? Hört sich in der Tat so an. Und Bernard hat zusammen mit Kardinal Coubertin versucht, Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte Einhalt zu gebieten. Ja, scheint so. Doch da Elise nie in Paris angekommen ist und der Kardinal dementsprechend auch die Beweise gegen Zandona nie erhalten hat. Okay, so weit, so schlecht. Aber die Geschichte ist mehr als 350 Jahre her. Was hat das alles mit dem Hier und Jetzt zu tun? Ich gehe davon aus, dass die Sekte Puritas Cordis entweder über all die Jahrhunderte im Geheimen weiter existent war und aus irgendwelchen Gründen jetzt wieder verstärkt in Aktion tritt oder... Oder? Oder sie wurde erneut gegründet. Wie auch immer. Was hat das mit unserer jetzigen Situation zu tun und der Flutwelle? Nicht zu vergessen der von Elise angedeuteten Apokalypse. Ich vermute, dass man es damals geschafft hat, dem Treiben von Zandona doch ein Ende zu bereiten und die Apokalypse zu verhindern. Vermutlich, sonst würden wir hier wohl nicht stehen. Eben. Und genau daran könnte die heutige Puritas Cordis auch was ändern wollen. Indem sie Zandonas Pläne von damals wieder aufgreifen und versuchen... Und versuchen, sie dieses Mal bis zu Ende zu bringen. Genau. Oh, und dieses Ende? Wie soll das aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage in Paris liegt.
Bei diesem Coubertin? Ja. Und Sie meinen, die Pläne von Sandona, die Bruder Bernard nach Paris geschickt hat, existieren vielleicht noch? In genau diesem von Bernard erwähnten geheimen Archiv? Warum nicht? Und zusammen mit den hier gefundenen Lochmasken hätten wir dann vielleicht die Möglichkeit, über die nächsten Schritte von Puritas Cordis informiert zu sein? Und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Worauf warten wir dann noch? Nach Paris? Klar, die Frage ist nur, wo genau sollen wir diese Dokumente suchen? Paris ist groß. Bernard schreibt doch, dass sich das Versteck auf dem Anwesen des Kardinals befinden soll. Und dieses Anwesen zu finden, kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, dann nichts wie los. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.